der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich, wie ein Gams aus der Decke schlage. Es handelt sich hierbei um einen einjährigen Gamsbock. Geschossen worden ist er hochblatt. Der Träger ist vom Jäger zu kurz abgesetzt worden. Das ist die Sommerdecke. Ich muss aber auch sagen, Gamswild ist für mich eher was Exotisches. Ich mache so 3-4 Gamse im Jahr. Schauen wir mal rein, wie er ausschaut. Ja, das Schweiß, das passt. Das ist eher nichts. Da hat er beim Aufbrechen hat er eine Filet nicht geschnitten. So hat er auch sauber gemacht, der Jäger. Das erste, was ich jetzt mache, ich schneide die vorderen Läufe ab. Das ist da. Da fahren Sie mit dem Messer. Schauen Sie, das ist da, ist es. Das ist ein bisschen Übungssache. Schauen Sie, das war richtig. Jetzt da noch einmal. Das ist da, wenn das da am da von dem Messer hin und her. Schauen Sie, das war jetzt der falsche. Da habe ich geschunden, da ist die Welle drin. Das geht da war hart gewesen. Ja, ist so passiert. Ich habe da den Brustkern auf. Großen Träger bis da vorne her, jawohl. Ich war erst schon ein bisschen eingetrocknet. Jetzt noch ein bisschen nieder. Schaut, das eingetrocknete schneide ich gleich weg. Das brauche ich gar nicht. Das ist mir nur am Weg. So. Jetzt mache ich das Schloss auf. Das ist richtig, was der Jäger gemacht hat, dass er zugelassen hat, weil der bleibt drin, alles schön frisch. Weil das Vieh hängt schon 10 Tage. Schauen wir da rein. Und schau. Ab und zu ist er da nicht. Das geht schon. Jetzt schneide ich den hinteren Lauf weg. Da spüren Sie den, so eine Erhebung. Da schneide ich den Messer rein. Und bauen wir hin und her. Schauen Sie, weg ist er. Jetzt schärfe ich da auf. Ich schärfe da auf. Nehmen wir die Haut. Schauen Sie, da muss man aufpassen. Das ist schon sehr trocken, eingetrocknet. Aber zwischen Haut und Fleisch ist das so ein weißes Bindegewebe. Das ist so das Ideal. Jetzt. Aufpassen, dass man die Sehne noch nicht durchschneidet, weil die brauche ich jetzt zum Aufhängen. Da stellen wir alle weg. Dann werden wir da ein bisschen runter. Und schauen, dass man auch die Haare nicht zu viel aufs Fleisch aufbringt. Ein bisschen Übungssache, das geht noch schon. Und so. Und da fahren wir so schön her. So. Jetzt hängen wir das um. Jetzt den nächsten Lauf rüber. Wieder das gleiche, da schneiden wir rein. Hin und her mit dem Messer und abbrechen. Jetzt schärfen wir da wieder auf. Wissen Sie, wenn das ein ganz frisches Stück ist, geht es natürlich viel leichter. Wenn Sie mal das an der Früh geschossen worden ist und Sie machen das am Nachmittag, tun Sie natürlich viel leichter als wie jetzt, wenn es so starr ist. Und da machen wir. Da
schaut mal, da ist eine. Guck mal, schauen Sie. Da hinten wird es auch noch viel spudern. Und jetzt. Da. Da wird sich noch ein bisschen so, so wird das passen. Und jetzt hängen wir es. Deswegen ist der Drehhaken gut, weil ich kann es alle Richtungen drehen, wenn ich will. Ich komme auf alle Seiten dazu. Jetzt hänge ich wieder auf. Das ist nicht gut. Das. Und da, wenn es da anziehen, müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es reißt gern beim Frikando ein. So schön. Jetzt werden wir da die Flamme etwas aushätteln, weil sonst reißen wir sie mit runter. Ist eigentlich wurscht, weil es ist ja kein Fleisch, das ist ganz was. Aber machen wir was fürs Auge. Nur ein Gams geht schon schwerer als wie ein Reh. Dass die Haut ist da zäher. Immer schauen. Das holt so. So. Jetzt nehmen wir da die Brust. Die Brust frei machen. Das schärfen wir drauf. Jetzt die Schulter, die vorderen Läufe. Müssen wir eh nicht da. Weil sonst reißen wir das, geht das nach hinten. Hinterher geht es doch schwer. Das muss, da ist so ein Punkt her. So, und jetzt die andere Seite, die etwas schwierigere. Wieder das gleiche, ziehen wir da an. Aufpassen aufs Frikando. Ja, da schaut schon ein bisschen aus, so wie es nicht geht. So. Das habe ich schon gesehen. Das ist ein bisschen. So passt. Geht doch nicht ganz. Da haben wir. Da ist
Licht, aber schauen wir da reinkommen. Ja, Rams ist ein zahles Viech. Das ist ja nicht wahr so. So, jetzt wollen wir schauen, wie es jetzt ausschaut. Ja, schaut ja nicht so schlecht aus. Und wenn du aber die Haut ein bisschen einreißt, das ist so mir genau. Jetzt werden wir aufhören. So, Schatz, die Haut ist weg und da ist ein bisschen was geblieben und da auch. Ich glaube, das kann sich sehen lassen, gell? Schatz, die Haut, das Ding ist drauf, bei der Keule keine Haare drauf, kein Dreck, die Brust ist exakt, da das Gleiche, da war der Schuss, da der Träger beim Ohrschneiden, das ist ein wesentlich schneller Weg. Sollte das Video Ihnen gefallen haben, würde ich mich freuen, wenn Sie einen Daumen nach oben geben. Wenn Sie mich abonnieren, freut mich auch. Unten Kommentare sind erwünscht. Danke.